Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Rally WRC 6 und ich glaube unsere zweite WRC 2 Rally steht an auf dem Ford Fiesta R5 Evo des M-Sport Teams und es geht nach Schweden. Also wenn ich mir unseren Kalender mal so angucke, haben wir ihn doch, so. Monte Carlo, Schweden, Argentinien, Portugal, Polen, Finnland und dann am Ende noch einmal Wales. Also sagen wir mal, wir fahren fast komplett nur die erste Hälfte der Saison, müssen also in der richtig Punkte sammeln und müssen dann über die Saison hinweg so ein bisschen abwarten, ob und wie unsere direkten Konkurrenten aufholen. Bei anderen Teams oder wir fahren jetzt auf dem Fahrzeug von Elvin Evans, wenn wir auf dem Fahrzeug von Bryn Nilsson gefahren werden, des M-Sport Teams, wären wir in der zweiten Saisonhälfte unterwegs und dann muss man halt, sagen wir mal, dann müssten wir quasi aufholen und andere Teams sind so ein bisschen mehr über die Saison verteilt, also im Grundprinzip ganz okay. Die Rallye besteht aus 7 WPs. Aus 6 WPs. Am ersten Tag fahren wir zweimal die WP Torsby, einmal zu abendfüllender im Morgengrauen bei Sonnenschein 6 Kilometer und einmal abends nach 19 Uhr, also 19.19 Uhr bei Schnee. Dann am Tag 2 steht die WP in Karlstadt an, die Super Special Stage, bei nachtschlafender Zeit um 21.54 Uhr. Und am Tag 3 steht dann an die 5,5 Kilometer von Frederiksberg, dann die 11,61 Kilometer von Vergasen und dann nochmal 3,38 von Kirkener, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich meine, Schwedisch ist ein bisschen eingerostet. Das nicht vorhandene. So, Team, soweit alles okay. Moral sehr gut, klar. Nach dem Auftaktsieg bei der Monte kann man sich natürlich auch mal auf die Schultern klopfen. Ich würde sagen, jetzt verlieren wir gar nicht mehr Zeit mit Gelaber und springen in die Rallye rein. Die Fahrer können sich bei hohem Tempo an die Schneebänke anlehnen, aber um einige der Kurven zu nehmen. Es ist ein riskantes Unterfangen, das zu einem Unfall führen oder das Auto zum Drehen bringen kann. Das stimmt tatsächlich. Also wenn die diese Schneewände rechts und links zu hart gefroren sind, beschädigt man das Auto, bestehen sie nur aus ganz weichem Pulverschnee, versinkt man drin und bleibt stecken. Nichtsdestotrotz wird es immer wieder gemacht. So, dieser laute Herr startet jetzt hier ein Stückchen vor uns. Und auf seinem Peugeot. Und jetzt kommen wir angerollt. Und Action. 100, bitte, rechts 9, 80. Rechts 9, Bremse, 6, 6, 6, 6, bis rechts 80. Ah, sieh, das meine ich, da war es ein bisschen übertrieben. War ein bisschen hart eingeschlagen. 60, bis rechts, über Kuppe, rechts 6, 7. Hat aber das Auto, wenn überhaupt, nur karosserietechnisch beschädigt. Wow, ist schon hier ein bisschen rutschig glatt. Also wenn es alles so ruckelt. Rechts 5, links 4, innen halten. Rechts 9, 30, Achtung, Bremse, Abzweigung, links abbiegen, öffnen sich, lang, innen halten. Da, im Schotter, wenn nicht so viel Grip beim Driften. Rechts 5, 60, Sprung, in links 3, lang.
Vor. Gehen. Achtung, rechts 3, Bremsen, 6, 6, gehen auf der Anlage rechts. Die linke 2, öffnet sich. Spitz rechts, über Bude, 30. Rechts 5, in links 6, lang 40. Rechts 5, 6, 6, innehalten. In links 2, öffnet sich, 40. Links 5, kurz, in rechts 2, kurz, 30. Rechts 4, kurz, in links 5, hängt sich 3. Anadel rechts, nicht schneiden. Scharfer Anadel links, nicht schneiden, 30. Über Bodenwelle in links 8, öffnet sich, 40. Achtung, Bremse, rechts 1, öffnet sich. Links 9, Sprung über Kuppe, Achtung, Minute 100. Achtung, mit links, Bremse, rechts 4, öffnet sich, 30, Abzweigung, rechts abbiegen. Mit links, in rechts 8. Links 5, lang, 40. Links 6, 60, kurz, rechts 3, fängt sich ein, links schneiden. Links 7, fängt sich 3, komm, komm, 30. Durch die Kuppe, 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 jawohl. Mit rechts, fängt sich 7, über Kuppe, 30. So, 8, komm. Rechts 5, kurz, Vollbremsung, in Haarnase links, rechts 3, 60, in links 6. Ja, jawohl. Geht doch. Kurz, 30. Links 7, Akku, 40. Rechts 5, in links 6. Links 6, kurz, in rechts 5 und geschafft. Nein, nein, nein. Und. Oh, doch, trotzdem um 5,7 Sekunden vorne vor Hubert Ptaschek und dem Lokalmatador Pontus Tiedemann, der Europameister von 2000, Junior-Europameister von 2015, Emil Bergqvist ist Sechster vor unserem Teamkollegen Elfyn Evans und Øyvind Brynildsen. Sander Pern, dessen Fahrzeug wir letztes Jahr bei der Rallye Deutschland fuhren, nur Neunter. In der WRC führt Latvala vor Patten, Neuville, Mikkelsen und Ogier. So sieht dann auch natürlich die Gesamtwertung aus. Seit 2008 wird ein Weitsprungwettbewerb auf dem Collins Crest zu Ehren von Colin McRae abgehalten. 2016 wurde der Rekord von Øyvind Brynildsen im Ford Fiesta R5 Evo mit einem 45-Meter-Sprung gebrochen. Vorher hielten ihn zwischenzeitlich mal Ken Block und auch, war es Mikkelsen oder war es Ogier, der so weit gesprungen war? Auf jeden Fall im Polo. Ich glaube, sie hatten sogar exakt dieselbe Weite. So irgendwas war damals, glaube ich, oder waren kurz knapp weiter. Bisschen tricky an diesem Weitsprung-Ding ist, dass halt direkt danach eine leichte rechts, ist glaube ich eine rechts oder eine links, auf jeden Fall kommt ein leichter Knick danach und deswegen ist es eigentlich gar nicht zu legend, dort zu weit drüber zu fetzen, dann kriegt man nämlich die Kurve nicht mehr. Und natürlich auch noch eine Regel im Rallye-Sport, je länger man in der Luft ist, umso weniger Zeit sind die Räder auf dem Boden, um zu beschleunigen. Also eigentlich ist so ein Weitsprung-Ding nicht unbedingt die schnellste Variante, über die Piste zu kommen. Also auf Gedeihen Verderb weit zu, ist so allzu weit zu springen, also... Abwarten. So, jetzt fahren wir hier im extremen Schneegestöber. Einziger Schönheitsfehler. Wir haben Skandinavien, es ist Februar, wir haben nach 19 Uhr und es ist noch nicht nächtlich dunkel. Links weg, innen halten. In rechts 5, öffnet sich, lang, innen halten. In links 4, 6, 30. Sprung, in Spitz links. Nein.
Abgesehen davon, dass es Zeit kostet, beschädigt es unnötiges Fahrzeug. Dieser Abflug, so. Wow. Nun sind wir richtig hart da eingeschlagen. Achtung, rechts 3, wende, wechselt, in offene Anlage rechts. Links 2, öffnet sich. Schritt rechts, über Bude, 30, rechts 5, in links 6, lang 40. Rechts 5, rechts 6, hier anhalten. Komm, weg von der Bande. 2, öffnet sich, 40. Nein, zu schnell. Ach. Ja, das Team wird zufrieden sein, wenn wir wenigstens die Führung ausbauen. Nein! Rechts 4, in links 4, kurz 30. Links 7, ach so, 40. Rechts 5, in links 6. Links 6, kurz in rechts 5 und geschafft. Puh, so. Oh, trotzdem 10 Sekunden schneller als Pontus Tiedemann, Sander Perren, Pri Nilsson. Damit sieht es in der Gesamtwertung jetzt so aus. Wir führen vor 16 Sekunden, oder knapp 17 sogar schon fast, vor Pontus Tiedemann, dann Augusto Bestar mit 24 Sekunden, vor Uber Taschek und Marius Asen. Unsere Teamkollegen liegen Eugen Pri Nilsson 31 Sekunden hinter uns auf Position 6 und 36 Sekunden oder knapp 37 auf Position 8. In der Gesamtwertung bei der WRC führt Latvala vor Patton, Uschi, Neuwill und Mikkelsen. So, und dann springen wir auch schon in den Servicepark. Oh, unser Fahrzeug sieht ja sehr gut aus. Ist aber komplett repariert, das ist sehr gut. Sieht schon wieder besser aus da im Hintergrund. Und erreiche mindestens den 16. Platz in der Rallye gesamt. Okay, das ist vielleicht nicht unbedingt so, also... Ah, das ist glaube ich auch nicht so schwer. Es fahren, glaube ich, so viele Fahrzeuge ja auch wiederum hier gar nicht mit. Ja, komplett Gesamtwertung. Gucken wir da einfach mal. Alle. So. Ja, da liegen wir auf Position 9 und insgesamt fahren mit. Geht doch 25. Hätte ich doch jetzt ein bisschen unterschätzt. Naja, und wie sieht unser Team die ganze Situation bis jetzt? Perfekt. Unser Team ist zufrieden. Mehr wollen wir gar nicht. Also starten wir schon auf die nächste Etappe. Auf DWP in Karlstadt. Bis 64 wurde die Rallye Schweden genau wie die Rallye Finnland im Sommer abgehalten. Aber wenn man jetzt holt, das ist jetzt doch schon eine ziemlich lange Tradition. 52 Jahre. Nein, jetzt sogar schon 53 Jahre im Februar. 53 Jahre als Winterrallye. So. Ja.
Ah, wir starten auf der Innenbahn. Wir fahren gegen Pontus Tiedemann, so wie es aussieht, und das Fahrzeug, das Bild hängt brutalst. Ich würde sagen, wir jetzt hier 86 Grad. In rechts 2, links schneiden. Wow. Das war jetzt gerade extrem. Weiter, 30, mittig halten. Okay, wisst ihr was? Das da hat jetzt auch mächtig Zeit gekostet. Wir nutzen jetzt den einen Neustart, den wir haben. Den Start haben wir ein bisschen verkackt, da haben wir Pontus Tiedemann ein bisschen müssen ziehen lassen. Das gibt's doch nicht, Leute. Auch jetzt 4 Sekunden Zeitstrafe wegen so einem scheiß Bild einfrieren. Okay, wisst ihr was? Ich stelle jetzt die Schwierigkeit auf Mittel, damit ich es neu starten kann, weil das da ist echt. Ich meine, ich akzeptiere es, wenn ich jetzt durch einen Fahrfehler meinerseits ja alles, so wie ich jetzt dagegen das Ding da gedonnert bin. Aber diese scheiß Bildeinfriererei kotzt mich jetzt echt langsam an. Ich kann es jetzt echt nicht mehr ertragen. Also es ist... Es war doch beim Vorgänger nicht so. Den habe ich ja auch let's played. Sogar in dem Sinne... hatte ich sogar vor über einer Saison lang zu Let's Playen. Also ich kann es mir nicht erklären. So, die Fahrer können sich bei hohem Tempo an die Schneebänke anlehnen. Das hatten wir schon mal. So. Ich stelle nach dieser WP natürlich auch die Schwierigkeit nochmal hoch. Aber ich akzeptiere es jetzt einfach nämlich nicht, dass ich mir durch diese scheiß Frame Freezes die komplette Rallye unter Umständen versauen. Okay, das war ein Fahrfehler von mir, akzeptiere ich. Genau wie das. Kein Problem mit. Also doch in gewisser Weise schon, aber ich kann nicht akzeptieren, dass es nicht die Schuld des Spieles war. Jetzt wollte der Herrgott jetzt mit dem Finger auf mich zeigen und mich auslachen. Wenn es da oben überhaupt jemanden dann gibt. Okay, da waren wir ein bisschen zu schnell. Ich finde nur eins schade. Sie simulieren hier das zweite Fahrzeug und nehmen die Zeit dieses Fahrzeugs aber gar nicht. Das hat selbst der Colin McRae Rally 3 damals schon hinbekommen. Dass die Zeit, die der die sichtbare KI auf einer Super Special Stage fährt, die auch der Zeit, die dann hier auf dem Tableau steht, weil hier, wir waren ja jetzt nicht 6 Sekunden schneller, eher 6 Sekunden langsamer.
Naja, egal. So. Donus Tiedemann, Daschek, Bergquist, Brünnelsen, Evans, 9. Gesamtwertung sieht so aus. Wir führen jetzt 23,4 Sekunden vor Tiedemann, 32,3 vor Hubert Daschek, Augusto Bestar ist 33,9 und Euwen Brünnelsen 40,1 Kilometer hinter uns. Elrin Evans ist mit 50,8 Sekunden hinter uns, aktuell letzter der WRC 2. In der WRC-Wertung sieht so aus: Latvala vor Ogier, Neuwill, Patton und Mikkelsen, Dani Sordo neuer 6. Und wir liegen aktuell dort auf der 4. Position. Das ändert sich jetzt aber wieder, weil wir die Schwierigkeit auch nochmal runterstellen. So, konfigurieren. Quatsch, zuerst mal reparieren. So, denn jetzt steht der längste Abschnitt an, aber wir müssen kurz ja zurück. Ich habe es Bernhard gerade angekündigt und dann doch vergessen, die Schwierigkeit zurückzustellen. Kann ja nicht so schwierig sein, die Schwierigkeit zurückzustellen. Multiplayer, Quatsch, da haben wir doch Optionen. Gameplay, Schwierigkeit. Schwierig, so. Fortsetzen. So, jetzt stehen noch 3 WPs an. 2 kürzere und eine extrem lange WP. Verhältnis zu den anderen, die hier gefahren wurden. Abwarten. Fahren wir sehr einfach. Henning Solberg ist der aktive Fahrer, der in der Rallye Schweden am häufigsten teilgenommen hat. 17 Mal. Den Rekord hält Stig Blomqvist mit 35 Starts. Okay, das ist halt wirklich... Das ist halt wirklich extrem. Das knackt man so schnell nicht nochmal. Naja. Ist aber auch gar nicht unser Ziel, das hier in diesem Let's Play zu knacken, die 35 Starts von... Dick Blomqvist, sondern unser Ziel ist jetzt hier einfach die WRC2-Wertung hier zu gewinnen auf der 5,5 Kilometer von Frederiksberg. Achtung, bin rechts, über Kuppe, verengt sich 5, 30, links 5, verengt sich 3, gut, 30, links 5, 30, rechts 4, gut, 30, links 1, nicht schneiden, öffnet sich, 60, Achtung, Vollbremsung, rechts 6, in Abzweigung, auf der Handnadel rechts, nicht schneiden, Verengung, 40, rechts 5, das sollte ich auch nicht. Auf der Handnadel links, Verengung, nicht schneiden, rechts 9 und links 7, 30, links 6, 30, rechts 3, kurz, öffnet sich, lang, innen halten. In links 1, öffnet sich, innen halten. Gehen auf der Handnadel rechts, keinesfalls schneiden. Links 3, in rechts 2, rechts 3, öffnet sich, innen halten. In links 1, links schneiden, öffnet sich, über Bodenwellen, links 3, 40. Rechts 8, in links 6. 30, rechts 3, links schneiden, 60, 60, über Kuppe, Sprung, Achtung, Sprung, Achtung, und Gefahr, oh. Bis rechts, über Kuppe, Vollbremsung, verengt sich 4, links 3, 50, Sprung, Achtung, 30, Kuppe, links 5, in Kohle, 30, links 6, kurz, 30, Achtung, Bremse, Abzweigung, rechts 3, keinesfalls schneiden. Nein, 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 nein. Boah, zum Glück noch ein Heck eingeschlagen. Auf der Handnadel links, keinesfalls schneiden. Rechts 4, innen halten. In links 4, keinesfalls schneiden. 30. Rechts 5, in Kuppe, in rechts 8, über Bodenwelle und
Gruppe, Achtung! 50, rechts 4, 70, links 5, innen halten, rechts 3, öffnen sich, 30, rechts 8, über Kuppe, in links 4, lang 100, Achtung, Bremse, Abzweigung, links abbiegen, eine Falsch schneiden, 40, rechts 4, innen halten. Och, nee, Kinnas. Komm, also 13 Sekunden. Ruhe ich mir jetzt nicht auf die Schultern, wenn ich es durch den Neustart verhindern kann. 30, rechts 7, links 9. Links 9, kurz, rechts 9, 30, Achtung, hin rechts, über Kuppe, verengt sich 5, 30, links 5, verengt sich 3, kurz, 30. Links 5, 30. Rechts 4, kurz, 30, links 1, links schneiden, öffnet sich, 60, Achtung! Vorbereitung, rechts 6, in Abzweigung, offene Haarnadel rechts, links schneiden, Verengung, 40, rechts 5, kurz und offene Haarnadel links, Verengung, links schneiden, rechts 9. Das hat Zeit gekostet. 6, 7, 30. Links 6, 30. Rechts 3, kurz, öffnet sich, lang, innen halten. Öffnet sich, innen halten, in offene Haarnadel rechts, keinesfalls schneiden. Links 3, in rechts 2, rechts 3, öffnet sich, innen halten. In links 1, links schneiden, öffnet sich, über Bodenwellen, links 3, heftig. Rechts 8, in links 6, 30. Rechts 3, links schneiden, 60, 70, über Kuppe, Sprung, Achtung, Sprung, Achtung, und Gefahr, mit rechts, über Kuppe, Vollbremsung, verengt sich 4, links 3, 50, Sprung, Achtung, 30, Kuppe, links 5, in Kuhle, 30, links 6, kurz, 30, Achtung, wow. Rechts 3, keinesfalls schneiden, 30. Das haben wir jetzt ein bisschen übertrieben. Rechts 7, öffnet sich, 40, Achtung. Offene Haarnadel links, keinesfalls schneiden, rechts 4, innen halten, in links 4, keinesfalls schneiden, 30. Rechts 5, in Kuppe, in rechts 8, über Bodenwelle und Kuppe, Achtung, 50. Rechts 4, 70. Links 5, innen halten. Rechts 3, öffnet sich, 30. Rechts 8, über Kuppe, in links 4, lang 100. Achtung, Bremse, Abzweigung, links abbiegen, keinesfalls schneiden, 40, rechts 4. Warum stehen da überhaupt Zuschauer auf der Außenseite einer Kurve? Öffnet sich, links schneiden. Weil es so, sowas immer Sperrgebiet. Oder meistens. Rechts 4, in links 7, innen halten. 30. Rechts 3, links schneiden, innen halten. In links 3, öffnet sich. 30. Rechts 2, keinesfalls schneiden. 40. Auf der Haarnadel links, links schneiden. In rechts 5, 30. Links 3, innen halten. Rechts 3, innen halten. Links 4, innen halten. Rechts 4, kurz. Links 4. In rechts 5, zeigt sich 2. In links 2, öffnet sich. Achtung! 60. Jawohl. Rechts 5, lang. In links 6, zeigt sich 4. 30. Rechts 3, in Abzweigung, links 5, Achtung, innen halten. Nein, ach, geht noch. Rechts 3, in links 4, Achtung, und geschafft. Oh, 11,9 Sekunden auf Emil Bergquist, 12,0 auf Pontus Tiedemann. Gucken wir uns die Gesamtwertung an, da führen wir jetzt 35,4 auf Pontus Tiedemann, 53,2 auf Hubert Bischczek,
unser Teamkollege Øyvind Brynildsen ist jetzt Vierter mit 55 Sekunden Rückstand und Elfyn Evans ist nicht mehr Letzter, sondern Vorletzter mit 1 Minute 3 Rückstand. In der WRC führt Ogier vor Latvala, Neuville, Mikkelsen, Patton und Sordo sowie Chris Meek. Dann gucken wir auf die Gesamtwertung, da sind wir jetzt zurückgefallen auf Position 5, ist aber auch okay und ist verkraftbar. Die Rallye wurde 74 wegen der Ölkrise von 73 und 1990 wegen Schneemangels abgesagt und beinahe wäre das 2016 auch wieder der Fall gewesen. Rechtzeitig hat es dann am Schluss doch noch geschneit und mir fällt hier ein, wir sind die ganze Rallye so gefahren. So, also stellen wir jetzt wieder das Großbild ein. Rallye Schweden. Die lange WP steht jetzt an. Oh nein, das war ein harter Einschlag, für das ist jetzt dennoch bald 13 Kilometer vor uns haben. 10 auf dieser und 3 danach. Und jetzt ganz kurz mal, der Motor ist schon stark beschädigt. Und die vordere linke Radaufhängung hat auch schon einen ordentlichen Schlag weg und... Rechts 5, öffnet sich, in links 5, rechts 1. Und links 7, Achtung, 80. Links 8, innenhalten, rechts 4, schneiden, Kuhle. Achtung, Fahrnadel rechts, links schneiden, in links 6, öffnet sich. Oh nein. Das Fahrzeug zum Glück nur wenig beschädigt. Gucken wir nochmal ganz kurz auf den Stand. Ja, vordere Radaufhängung geht noch. Die Räder, gut, das ist halt Verschleiß bei Bremsen und Rädern. Lenkung, Getriebe, ja, das geht eigentlich alles noch. Der Motor macht mir ein bisschen am meisten Sorgen. Weil das geht halt auf die Leistung des Motors. Links 3, kurz, mit rechts, bank, links 7, 30, Achtung, Bremse. Rechts 1, links schneiden, öffnet sich, 40. Links 4, kurz, mit Kuppe. Rechts 8, innenhalten, in links 5, öffnet sich, 60. Nein. Dieses Schild hat mir jetzt so einen Schaden da reingehauen. Okay, also ausnahmsweise. Ist ja der einzige Restart, den wir machen können. 40, mit rechts, über Kuppe, 60, 80. Kuppe, rechts weg, 30, mit links, 50, 5, kurz, 60. Rechts weg, 40. 700. Rechts 8, 50, innen halten. Links 5, 30. Rechts 9, 50, Achtung, Bremse.
rechts 5, 6, 6, in links 3. Links 5, lang, Verengung, rechts 5, öffnet sich, 50. Links 6, über Abzweigung, fängt sich 2, lang und öffnet sich, 40. Rechts 5, öffnet sich, in links 5, rechts 1. Links 7, Achtung, 80. Links 8, innenhalten, rechts 4, schneiden und coole. Achtung, Haarnadel rechts, links schneiden, in links 6, öffnet sich. Links 5, rechts 6, links 9, verengt sich 3, coole, 50. Okay, schöner Trick. Achtung, Bremse, Abzweigung, auf der Haarnadel links, links schneiden, rechts ab, lang, 60. Nur noch ein Einschlag, aber lang nicht mehr so stark und so schlimm. Links 5, kurz, 30, rechts ab, 50. Achtung, rechts 9, fängt sich 3, in Abzweigung, 30. Innenhalten, 30, rechts ab, fängt sich 3, 30. Links 7, rechts 9, über Kuppe, fängt sich 4, in links 6, Achtung, Minute, 100. Rechts 5, öffnet sich, innenhalten, 30, Achtung, Bremse. Anhalte links, links schneiden, rechts ab, Achtung, 30. Kurz, spitz rechts, bang, links 7, 30, Achtung, Bremse. Rechts 1, links schneiden, öffnet sich, 40. Links 4, kurz, spitz Kuppe. Rechts 8, innenhalten, in links 5, öffnet sich, 60. Links 6, lang, 30, rechts 5, öffnet sich, 40, Achtung. Rechts 9, verengt sich 1, links schneiden. Haarnadel links, die Kohle, rechts 8, Achtung, 30. Rechts 4, innenhalten, links 2, kurz, 40. Okay, jetzt kommt, wird die Kontrolle verloren. Motor und Bremsen sind schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Rechts 6, lang, fängt sich 4, innenhalten, in links 3, 30. Rechts 4, 30, Achtung. Haarnadel links, 50. Kurz, in rechts auf, Achtung, verengt sich, kurz, 120. Rechts 7, 50. Links 6, innenhalten, Bremse, rechts 1, links schneiden, 30. Okay, das war jetzt ein bisschen extrem, was wir hier vorhaben. Innenhalten, in links 5, lang, innenhalten, 50. 6 Sekunden akzeptiere ich, war voll und ganz meine Schuld. So, links 6, kurz in Achtung, Bremse, Anhalte links, links schneiden, spitz rechts, links 9. Nein, 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 nein. Innenhalten. Wow. Zum Glück nichts passiert. Öffnet sich, lang. Kurz, in links 5, kurz, Achtung, 80. Großer Sprung, Achtung, und spitz rechts, im spitz links, 60. Ah, hier haben wir Collins Crest. Gefahr, Vollbremsung, rechts 2, links schneiden, 30, links 4, nein, 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 nein. Rechts 6, 60, links 2, 30.
Motor, Rache, Bremsen und Reifen. Das hat unmittelbar Job gezogen. Links 7, Bank, links 4, kurz 40. Links 6, innehalten. In rechts 7, Bank, links 4, links 5, in rechts 8. Links 5, 30. Rechts 5, in links 7, kurz so. In links 6, kurz. Links 6, Bank, dicht, innehalten. 30, Achtung, Bremse, Handnadel rechts, nicht schneiden. Im Stick links. Rechts 3, schneiden. Und links 7, 30, Bremse. Links 5, in rechts 2, kurz. Links 2, 30, kurz. Und Stick rechts und Stick links. Über Kuppe, Bank, okay, den Baum haben wir jetzt total unterschätzt. Seine Auswirkungen halten sich aber zum Glück in Grenzen. Rechts 6, öffnet sich, in links 4, rechts 9, 50. Links 7, kurz, 30, rechts 7, innehalten. Links 6, rechts 3, lang, 60. In links 3, kurz, 40, geschafft. Boah. Come on, Kinners. Diese WP ist wirklich zu vergessen. Wenn ich... Und trotzdem noch 3 Sekunden gewonnen, okay? War Tiedemann, Piszczek, Evans und Asen. Damit sieht es die Gesamtwertung so aus, wir führen jetzt 39,2 Sekunden vor Tiedemann, 1,2 Minuten vor Piszczek, dann Asen und Evans. Oh, Evans jetzt 5, Hauch Kugfahren auf 5 Positionen und Brynilsen ist 6. Der WRC fährt OG vor Latvala, Neuwil, Mikkelsen und Sordo, Mats Ostberg, neuer 6. So, und wir sind zurückgefallen auf die 8. Position und jetzt steht noch die Power Stage an. Seit sie 1950 zum ersten Mal ausgetragen wurde, haben nur 2 nicht-skandinavische Fahrer gewonnen. Löb 2004 und OG 13, 15, Entschuldigung, und 16. Ja, das wollen wir doch nächste Saison in unserer ersten WRC-Saison dann wohl ändern, oder? So. Rallye Schweden. 1, Action. 30, Handnadel links, Vorball innen, 60. Links 6, ach so, öffnet sich, 80. Achtung, Vollbremsung, Handnadel rechts, 60. Rechts 5, lang, innehalten, in links 4, kurz. Rechts 3, Sprung, Überpole, in links 4, Achtung, Bremse. Rechts 1, kurz, öffnet sich, rechts 2, öffnet sich. Fängt sich 2, sehr lang, in rechts 2, öffnet sich. Links 2, nicht schneiden, 30, hoch, ach hoch! Rechts 6, kurz, links 4, kurz, schneiden, rechts 7, rechts 5, 30, Achtung, Bremse, auf der Handnadel rechts, öffnet sich, innehalten, in links 5, kurz. Links 5, kurz, Bremse, fängt sich ein, 30, Sprung, über Kuppe, Achtung, 70. Rechts 2, öffnet sich, 30, Achtung, Abtreibung, links abbiegen, nicht schneiden, Oberl innen, Verengung, 30, rechts 3, innen halten. In links 3, rechts 3, kurz, 30. Links 2, kurz und rechts abbiegen, in links 5. Rechts 4, kurz, in links 4. Achtung, und Abzweigung, rechts abbiegen, über Brücke, Verengung, in Abzweigung, rechts abbiegen, Verengung, 30. Links 9 und rechts 3, in links 4, kurz. Links 4. Rechts 4, in links 3, kurz. Achtung!
10, Abzweigung, links 3, links 3, 30, Achtung, Sprung in links 4, rechts 5, links 3, rechts 3, 30, auf der Handnadel links und Handnadel rechts, in Abzweigung, 100, links 4, zeigt sich 2, lang 40, geschafft. Und Power Stage gewonnen oder nicht? Jawohl, sogar mit über 10 Sekunden Vorsprung. Vor Tiedemann und Piszczek. In der Gesamtwertung sieht es so aus, wir gewinnen vor Tiedemann, Piszczek, Evans, Asen, Eugen Brynildsen zurückgefallen auf die 8. Position. Knapp vor Emil Bergqvist, der viel Zeit verloren hat. So, dann haben wir in der Gesamtwertung Oshie vor Latvala, Neuville, Michelsen und Sordo, Alquasimi und Chris Meek. Mats Ostberg hier aus den Punkten rausgefallen auf die 15. Position zurück, und in der Gesamtwertung überhaupt stehen wir auf Position 8, haben also auch das Rallye-Ziel erreicht. So, hier lassen wir uns vor dem Skoda und dem Peugeot-Fahrer als Sieger feiern. Und dann würde ich sagen, überspringen wir das Ganze und schauen so mal auf die Gesamtwertung, denn die Rallye Mexiko ist auch mit in die Wertung eingegangen. Da wir die ja nicht in dem Sinne überspringen und erst in Argentinien nochmal dabei sind, daher sieht es so aus, dass Hubert Tašek, der ja der bis jetzt alle drei Rallyes gefahren ist, ärgster Verfolger ist, vor Armin Krämer, der zwei Rallyes gefahren ist wie wir, eine Rallye gefahren ist, zum Beispiel nur Nasser Al-Attiyah. Der hat aber dafür seine Rallye gewonnen, wenn auch ohne Power Stage Punkte, aber das gilt für uns ja auch bei der Rallye Monte Carlo. Dann kommen Pontus Tiedemann und Lampros Athanasoulas, die beide jeweils Zweiter gegen uns wurden und zwei Punkte jeweils noch in der Konstrukteurs in der Power Stage geholt haben. Ein Abdulatish Al-Kuwari wurde hingegen bei der Rallye Mexiko Dritter. Seine ersten Punkte. Irvin Evans hat zwar zwei Punkte wie wir auf dem Konto, aber nur, sag mal, wie laut sind die denn? Nur 1,6 und einmal 12 Punkte, also der ist aus der Wertung draus. Isa Pekka Lappi wird sich zeigen, ob er überhaupt nochmal gefährlich werden kann. Ähnliches gilt für Teemu Suninen. So, und welche Fahrer, die uns gefährlich werden können, die noch keine Rallye gefahren. Jan Kopecky ist noch keine Rallye gefahren, auf den muss man auch achten. Bei der Junior-WM wurden noch keine Rallye gefahren, und in der Rallye-WM selbst führt Ogier mit 3 Siegen vor Latvala, Ostberg, Neuville und Sordo sowie Thierry Neuville. Der beste Citroën ist aktuell immer noch Stéphane Lefebvre auf Position 7 vor Chris Meek auf Position 8. Ich weiß nie die Taste, wo ich dann auf die Konstrukteurspunkte springe, weil das gucken wir uns jetzt auch noch an. Und dann sind wir am Ende dieser Folge. Hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Am Sonntag sehen wir uns dann mit der Rallye Argentina, dem dritten WRC-2-Lauf von 7. Plus eine zusätzliche dieses Jahr. Ja, die Deutschland-Rallye fahren wir natürlich auch in einer Art Sonderfolge. Das ist die Taste. So, bei der WRC 2 führt natürlich jetzt unser Team, das M-Sport World Rally Team, mit 68 Punkte vor Skoda Motorsport und Peugeot Sport Slowakia, sowie Nasser Al-Attiyah und dem BRR-Team, dem Baumschlager Rally and Racing Team. In der WRC führt Volkswagen Motorsport vor Toyota Gazoo Racing, die ja gar nicht mitfahren. Aber okay. Und Hyundai Motorsport sowie dem Abu Dhabi Total World Rally Team und M-Sport. Das war's von mir. Wir sehen uns am Sonntag zur nächsten Rallye, der Rallye Argentina. Macht's gut, bis dahin.